Servus allerseits, mein Name ist Johann Meyer. Ihr kennt mich bestimmt schon von dem YouTube-Kanal von Richard Staudner, meinem Performance-Coach. Und ich befinde mich gerade in San Kampeng. Das ist ein Bezirk in Chiang Mai, wo ich mich im SKP Muay Thai auf meine nächsten Kämpfe vorbereite. Das ist schon mein fünfter Thailand-Aufenthalt und diesmal habe ich mir gedacht, ich werde das Ganze ein bisschen dokumentieren und alle paar Wochen so eine Art Vlog herausbringen, damit ihr mal seht, was ich hier so mache, was ich tut, wie das Training ist, wie das Dorf so ist, was ich esse, was ich in meiner Freizeit treibe. Ja, dann legen wir mal los. Ich bin jetzt eineinhalb Wochen hier in Thailand und bin ziemlich gut ins Training hineingekommen. Es ist sehr anstrengend bei der Hitze. Der Umfang ist auch ganz ein anderer. Also ich trainiere am Nachmittag jetzt. Für den Anfang haben mich die Trainer auch ein bisschen wieder rausgenommen und haben gesagt, ja, ich soll nur 2 Stunden trainieren. Dann mache ich ca. 45 Minuten Padwork, weil ich der einzige Ausländer zurzeit in dem Gym bin. Und sonst ein Wechsel aus Sandsacktraining, Sparring und Techniktraining. Vormittag mache ich 4-mal die Woche eine Routine vom Richard. Da habe ich 2-mal Krafttraining dabei mit olympischen Gewichtheben in On-the-Minute-Sätze und 2 Ausdauertrainings. Bei dem einen habe ich Sprinttraining und bei dem anderen Schwimmsprints mit Tauchen auch dabei. Ich bin jetzt am Montag Night Market. Das ist sehr cool, da gibt es nur Essen. Echt alles, was man sich vorstellen kann. Viele Früchte, günstige Früchte vor allem. Viel günstiger als am Markt. Song, Coconut, Cup. Cup. Genau, Job, Cup. Das ist echt das Beste nach dem Training. Eine Kokos und so eine frische. Am Mittwoch ist er noch größer. Und am Samstag ist er über die ganze Hauptstraße. Und da gibt es Gewand und alles, was man sich vorstellen kann. Da kann man sich sogar ein Kaninchen oder eine Katze kaufen. Wadi Cup. 1 Kilo Cup. Ja, Sisi Cup. Sie suchen mir die besten aus, weil ich keine Ahnung habe, welche ich nehmen sollte. Normalerweise sucht man sich die da selber aus. Aber an Verlangen, an Ausländer machen sie das gern. Also wie ihr seht, ich habe mir nicht so viel gekauft. Nur 2 Kokosnüsse und 1 Kilo Mangostinen, weil jetzt gehe ich in mein Lieblingssteakhaus und werde ein Lachssteak essen. Weil das ist ja alles sehr fettig und frittiert und das passt mir jetzt nicht rein von meinem Kampf. Es ist 8:30 am Abend und wir fahren jetzt ins Sapé-Stadion. Da kämpft ein 13-jähriger Junge aus dem SKP Muay Thai
Der O kämpft jetzt am Ball, er wird gerade eingeölt und ich hoffe, es wird ein cooler Kampf für ihn. Kampf vom O, das war sehr gut, zeigt natürlich die besten Ausschnitte und ich hoffe, es hat euch gefallen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Freunde, danke fürs Einschalten bei diesem Video von Johann. Wie ihr gesehen habt, er ist gut unterwegs in Thailand. Wir haben euch ja versprochen, wir schicken euch immer wieder ein Update, ein kleines Tagebuch, ein Videotagebuch von ihm. Und wir werden das jetzt regelmäßig machen und natürlich auch seine Kämpfe hier einbauen. Das heißt, das ist eines der nächsten Videos, was ihr sehen werdet, ist Johnnys Kampf, sein erster Kampf in Thailand. Und wie es dann dort weitergeht. Den Jungen, den 13-jährigen Thailänder O, das ist, wir haben jetzt zwar nur ein paar kurze Sequenzen ergattern können vom Kampf und wie ihr seht, der Junge hat es echt drauf, 60 Kämpfe mit 13 Jahren und er hat schon einen Champion-Titel in einem Stadion von Thailand, also eine richtig interessante Sache, finde ich. Ja. Wenn ihr was anderes sehen wollt aus Thailand, wenn Johnny für euch was anderes einfangen soll an Trainings-Input oder vom Alltag dort, dann schreibt uns einfach eine Nachricht. Leute, macht es gut, bis bald. Danke fürs Einschalten.